heute. Willkommen zu einem neuen Video. Oh Gott, war das scheiße. Verdammt Kacke. Jo, heute... Spaß. Heute zeige ich euch in Minecraft Drachen. Jo, ihr habt's richtig gehört. Ich zeige euch Drachen. Dafür muss ich jetzt in meine Drachenwelt gehen. Die Commands findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mal sagen, let's watch it! Passiert irgendwas. Immer wenn ich irgendwas sage, passiert was. So. Und wie ihr hier seht, habt ihr hier euren kleinen Mini-Drachen aus Netherbricks, Rüstungsständern, ein irgendwie so ein Blocktextur und ja, er macht auch Geräusche. Dann so ein schwarzes Banner. Lava-Dinger oder was das hier wieder sind. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mir unten in die Kommis. Hier sind die Drachen. Dann hier so Step und hier so Zaun. Ja. Und das Beste, ihr müsst sie Drachen nicht zähmen. Ihr steigt einfach per Rechtsklick auf euren Drachen und der Drache folgt dann sofort eurer Drache. Du hast dich ja jetzt ausgemacht. Ist ähnlich wie so ein Minecraft Flugzeug von Spark. Das Video werde ich euch vielleicht auch noch verlinken. Jo, und das Video, der Drache hier, ihr könnt auch mit dem landen, da würde ich euch aber raten, vorsichtig zu landen, sonst geht der kaputt. Und dann müsst ihr alles nochmal von vorne machen. Hier unten, dieser schwarze Kasten, ist meine Endermilb-Farm. Ihr braucht nämlich Endermilben, die ihr dann mit dem OP-Schwert oder mit dem normalen Diamantschwert killen müsst, damit ihr die Endermite-Pulver bekommt, oder was das wieder ist. Jo, und dann müsst ihr davon 16 Stück holen, also von Enderdüren. Das kriegt sie von der Endermilbe. Dann braucht sie ein Ei und haufenweise Lorenruten. Muss ich gerade mal schauen, wo ich diese fetten Dinge hinstelle. Genau, da unten ist ein Drache von mir verreckt. Da unten. Ja, und es geht auch in die beliebigen, jetzt früher nur meine Dinge in die Aufnahme reingeführter Drache. Also ihr müsst so dreimal versuchen, das irgendwie ruhig hinzutun. Also so gut so hinzutun, also nicht auf hohem Gras spawnen, da müsst ihr halt dann ein bisschen was wegmachen, sondern nur ganz auf ganz flachem Gras, wo gar kein Gras wächst. Da landet sie auch am besten, sonst verschiebt sich das alles. Jo, und der Drache, der richtet sich dann auch immer in eine bestimmte Richtung aus.
Ja, und wie ihr jetzt bestimmt schon seht, bestimmt, weil ich bin ja jetzt im Modus, genau, um Linkshift drückt ihr dann zum Verlassen. Genau, und er landet dann. Genau, und wenn sie dann geht's halt runter. Am besten ihr schlagt hier alles flach. Genau, dann landet er hier. Und wenn er einen ebenen Untergrund hat, dann geht er auch nicht kaputt. Jo. Das. Genau. Red Dragon, das hier ist jetzt die. Ding, die. Der Spawnkasten für den hier. Für den Drachen hier. Ja, ich weiß, du möchtest wieder losfliegen. Aber lass mir halt noch ein bisschen Geduld, Drache. Drache-Weinchen. Wie soll ich überhaupt den bekommen? Oh, ich ne. Bex ist wieder da und ist wieder geschützt. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, wie ihr den Feuerdrachen nennt. Genau, hier sind die Basis. Das ist der Basiskommand. Ihr müsst. Ich bin doch da, kleiner Drache. Brauchst keine Angst, dann und mich an. Ja, hier ist der Basiskommand. Den müsst ihr hier einfach nur kopieren. Also den obersten, den Basiskommand müsst ihr kopieren, dann in den Ding reinsetzen und dann den Redstone-Block aktivieren. Dann macht sich hier diese Riesenmaschinerie auf. Aha. Komm, habe ich Bandicam offen, ist schon wieder Freiweinbruch. Dann könnt ihr einen roten Drachen, den Lava-Drachen, den Lava-Drachen Heinz, spawnen. Jetzt habe ich einen Namen für den Drachen. Heinzi oder Heinz. Dann kommt noch so ein Eisdrache. Der blaue Drache. Da müsst ihr aber wirklich ewig lang für so Dew machen. Und ja, und so einen komischen Temperatur. Okay, den habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also ein bisschen wie eng wird das. So, und jetzt? Ich fliege immer hoch, weil ich sonst immer die Flügel im Abschlag. Ja, ich bin leider dann manchmal ein kleiner Mörder. So, und dann will ich mal sagen, können wir gleich wieder los. Ja. Mag er nicht. Na. Jetzt hat Rechtsklick. Müsst ihr übrigens machen. Genau, dann steigen und bleiben wir wieder hoch. Ja, geh, das gefällt dir jetzt, kleiner Little Heinz. Geh, ja, das gefällt dir, Heinz. Ey, das ist so ein geiler Name, finde ich. Heinz für einen Drachen, kommt schon, Leute. Jo, und den Drachen, den müsst ihr dann einfach auch gar nicht mal anketten. Ihr könnt den irgendwo parken. Ihr könnt sogar irgendeinen Dragonport machen. Carport für Dragon. Jo, und dann könnt ihr den da parken und jedes Mal, wenn ihr Lust habt zu fliegen, einfach den fliegen. Halt einmal bitte deinen Mund. So, wie ihr hier seht, mein Rechner ist auch nicht der ganz der aktuellste und auch nicht mit die Updates auf dem aktuellsten, weil einfach nicht immer, wenn ich Updates mal bei Microsoft, immer wenn ich Updates in Microsoft mache, dann bockt mein Windows, dann bockt
mein Windows 8 Rechner sowas von rum hätte, das ist schon gar nicht mehr feierlich. Aha. Und jetzt sind schon wieder die Chunks nicht geladen. Jetzt fliege ich mal gleich wieder hier so rum. Hier sind ja wenigstens die Chunks ein bisschen geladen. Da geht's dann schneller und ist nicht so ruckelvoll. So, dann werden wir wahrscheinlich jetzt wieder in Heims landen. Und dann, ja, hier habe ich auch schon was ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Ja, Heinz, du kann ich schon wieder hochfliegen. Oder sollen wir mal in der... Genau, wir landen mal in der Wüste. Ne, Heinz, wir landen mal in der Wüste. Ja? Okay, komm gleich. Ja, das Essen ist fertig und das heißt, ich lande jetzt mit meinem Heinz und dann sehen wir uns später wieder, wenn ich... Ja, Heinz, brauchst nicht zu fauchen. Wir fliegen ja gleich hierhin. Was passiert eigentlich, wenn ich E drück? Passiert nichts. Okay. Oh, Entschuldigung, Heinz, dass ich dich fast geschlagen habe. Übrigens, wenn man schlägt, dann kann es auch sein, dass irgendwas kaputt wird. Und dann fliegt Heinz nicht mehr. Schade eigentlich. Jo, dann lad halt Minecraft. Minecraft. So, ja. Landestoppelanflug. Hochziehen. Und Linksche. Und ja, ich würde sagen, das war's, Leute. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Video von und mit mir. Bye, bye. Bye, bye und tschüss.